Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Home Invasion Bundle von Schwarz. Alle weiteren Informationen zu diesen Alben, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zu den Alben und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Home Invasion von Schwarz. Das Ganze am 21.01. erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist ein eher ungewöhnliches Bundle. Und zwar haben wir hier ein Doppelalbum, zwei Alben hier mit drin. Der Bundle-Titel, wie gesagt, Home Invasion bzw. Home Invasion. Und in diesem Bundle befinden sich einmal, zweimal, also die beiden Alben, ein Kartenspiel, Kartenset, eine Sammelkarte und ein Poster. Ja, das Ganze gab es exklusiv über Distributions zu bestellen. Wenn man dort bestellt, wie so oft, kriegt man noch irgendwas obendrauf. In diesem Fall diese beiden Sticker hier. Und dann schauen wir mal. Alles kommt hier in Folie, bis auf Poster und dieser Karte. Also die beiden Tonträger, also das Kartenspiel, müssen wir erstmal hier aus der Folie befreien. Schauen wir ganz kurz. So, einmal hier. Und einmal hier. Und natürlich das Kartenspiel auch noch. So, dann schauen wir mal. War ja recht lange ruhig um den guten Schwarz, also schon länger nichts mehr gehört, release-technisch. Aber dafür jetzt eben direkt doppelt. So. Einmal und zweimal. Wir starten als allererstes mal mit diesem Album hier, und zwar Höllensturz. So nennt sich das. Kommt hier im regulären Toolcase. Auf dem Cover haben wir hier apokalyptische Szenen. Also sieht aus wie so ein altes Gemälde hier mit diesen Figuren, mit den Menschen, mit den Engeln, die hier vom Himmel stürzen. Hier in Tod Records präsentiert Schwarz Höllensturz. Ja, er ist auch hier abgebildet, wie man ihn kennt, mit Sonnenbrille. Auf der Seite auch nochmal beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier 8 Tracks regulär plus 2 Bonustracks. Features mit dabei von Blockmonster, Uzi und Dr. Faustus. Was relativ spannend ist, sind die 2 Bonustracks. Die kommen hier, zumindest der 10. Track, als weiß. Also so quasi ein weiterer Künstlername von Schwarz. Unten rechts an der Barcode und die Logos. Die beiden Tracks, also 9 und 10, gibt es auch wirklich meines Wissens nur physisch. Also weder irgendwie bei den Streaming-Portalen noch auf YouTube hat man Zugriff auf diese beiden. Die gibt es wirklich nur auf der CD. Dann schauen wir mal rein. Booklet haben wir hier an sich keines. Wir haben hier einen Einleger. Wenn ich ihn rausbekomme, beziehungsweise muss ich ihn gar nicht rausbekommen, es ist wirklich nur ein Einleger. Also einerseits das Cover. Und Ihnen dann eben hier nochmal die Tracklist und die Credits zum Album. Das war's weit mit dem Einleger. Die CD, recht schlicht hier, schwarz gehalten, passend zum Interpreten mit weißem Schriftzug hier. Das ist das Jewel Case. Also 10 Tracks hier auf dem ersten Album. Und dann kommen wir direkt noch zum zweiten Tonträger, zum Album Lockdown. Ja. Der Name ist Programm. Hier in Tod Records präsentiert Schwarz Lockdown. Wir sehen hier Schwarz auf dem Boden kauernd, den Kopf zwischen den Händen so. Ja, ist die Frage, als wäre hier gerade am Verzweifeln, am Durchdrehen, oder als würde hier irgendjemand, ja, den wir jetzt vielleicht so aus der Kameraperspektive haben, ein, ja, Gewalt ausüben oder ihn irgendwie hier bedrohen. Also sieht auf jeden Fall echt heftig aus, das Cover. Auch wieder reguläres Toolcase, auf der Seite beschriftet. Und auf der Rückseite gibt es die Tracklist, 10 Tracks gesamt. Auch hier wieder die 2 Bonustracks, also 8 regulär. Features mit dabei von Block, Monster, Thizzy und Fruity Luke. Und die 2 Bonustracks, Weiß, Solo Track und einmal Weiß und Dr. Faustus. Auch die hier wieder, soweit ich weiß, nur auf der physischen Variante hier drauf. So als
kleinen zusätzlichen Anreiz eben noch für die physischen Bundles. Dann haben wir hier wieder den Einleger mit den Infos zu den einzelnen Tracks, den Produzenten und so weiter, die Credits. Dann hier in Schwarz und Weiß wieder die CD. Weiße Beschriftung auf der schwarzen CD. Und das war's soweit mit der Musik. Also, zwei Alben mit jeweils 10 Tracks, macht 20 Stück. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Machen wir mal auf. So, das ist das Poster, kommt hier im Querformat mit dem Cover von Lockdown. Größentechnisch A3 müsste das sein, einseitig bedruckt. So, Poster zur Seite. Dann haben wir, wie so oft bei Hirntod-Releases, einmal hier diese Sammelkarte. Wieder das Cover von Höllensturz, hier verarbeitet, im Querformat in dem Fall. Auf der Rückseite lesen wir Hirntod Records, Sammelkarte 101, Höllensturz, Januar 2022, Auflage 1000 Stück. Ja, das kennt man aus der Vergangenheit, aus den diversen Hirntod-Releases, Bundles, wie auch immer, gab es schon diverse Sammelkarten, also ich habe echt mittlerweile eine Menge. Hirntod Records Spielkartenset, das ist hier mal gebrandet, die Verpackung. Jetzt schauen wir noch rein. So, die Karten selber dann nicht mehr eingeschweißt. So, das Set ist jetzt leer. Und dann haben wir hier das Spielkartenset. Es gibt einmal hier diese Karte, Hirntod Shop, Hirntod TV Distributions. Also quasi so eine Werbekarte, die jetzt nicht zum eigentlichen Spiel dazugehört. Und das sind dann die eigentlichen Karten. Wir haben hier drei Joker. Ja, in bester Hirntod-Manier. Hier sehen wir so ein Hirn mit einem Dolch durch. Und dann die Karten. Das in dem Fall das Ass im Hirntod-Design. Jetzt schauen wir nochmal kurz auf die Bildkarten. Ja, also wir haben hier den Bube, Dame, König und Ass. Also, wenn ich das jetzt hier richtig interpretiere, dann haben wir hier einmal, also schwarz ist hier, nein, schwarz ist hier nicht immer drauf. Also, wir haben hier einmal diverse Hirntod-Künstler, unter anderem mit dabei Rako, Pervers, Uzi, Blockmonster. Und hier geht es dann weiter, das ist wieder das Ass. Ah, okay, also die sind dann wieder ident. Also die Bildkarten sind dann wieder gleichgestaltet. Und wir haben natürlich die vier klassischen Farben. Also Kreuz, Pik, Karo, Herz. Ja, und zusätzlich eben noch diese drei Joker-Karten hier. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Kartenspiel hier in der gebrandeten Verpackung inklusive der gestalteten Karten. Die Sammelkarte mit schwarz Höllensturz-Design. Das Poster, einseitig bedruckt, A3 Querformat. Und natürlich die beiden Alben Höllensturz und Lockdown jeweils im Jewel Case mit jeweils 10 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Home Invasion von Schwarz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von den beiden Alben bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Schwarz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.